Hallöchen und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Ich hoffe, ihr seid auch bereit für den Kampf, genauso wie Witzi. ich habe gerade gesehen, ich habe ja schon ewig keine Sachen mehr abgegradet. Ich habe gerade schon was umgetauscht und zwar 6 Wappen für 2 Dokumente. Damit wir die Rüstungsschmiede mal hier vollklatschen können. Wir haben nicht das Geld dafür, das jetzt zu benutzen. Aber ich wollte gerne gucken, was wir dann hier noch brauchen. Können wir sogar gleich mal machen. Helden der Heldenstufe 3 erscheinen manchmal. Nehmen wir mit. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Auf jeden Fall können wir das usen. Und ich würde auch schon fast sagen, ich werde hier noch mehr umtauschen. Und zwar möchte ich mehr Dokumente haben. Das machen wir. More arrive, foolishly seeking fortune and glory. Dann tauschen wir noch mal mehr Sachen gegen Dokumente. Da kennen wir eigentlich. Den noch mal so aufwerten. Noch mal 25? Wie kriegen wir die denn? Würden wir die noch mal rauskriegen? Würden wir sogar. Komm. Dann lass uns mal die Kutsche komplett verbessern. Dann haben wir auch eine größere Auswahl. Ich möchte endlich einen Man-at-Arms haben. Okay. Ja, wir haben nicht... Oder warte mal, wir hätten vielleicht genug Geld, wenn wir ein bisschen was verkaufen. Das sind halt so gewöhnliche Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich brauche. Okay, wir verkaufen mal ein klein bisschen was. Ja. Dann hätten wir immerhin 11.000. Dann lass uns mal kurz in die Schmiede gehen. Und ich würde sagen, Snoozle bekommt als erster seine neue Rüstung. Zack. Nice. Nice, nice. Doppel-nice. Nicey-nicey. Nice-nice-nice. So, genug Cringe. Wir gucken, dass wir uns hier mit Essen Fackeln eindecken. Dann nehmen wir noch Schlüssel mit. Ja, wir nehmen so viel. Ich glaube, wir nehmen doch einiges davon mit. Die Heilkräuter. Das ist so ein langer Run. Ich glaube, den Platz spare ich mir. Ich mache einfach die eisernen Jungfrauen nicht auf. Und dann hätte ich fast die Schaufeln vergessen. Wir nehmen jetzt mal vorsichtshalber 4 mit. Denn wir haben nichts zum Entstressen dabei, außer unsere Lagersachen. Und dann würde ich sagen... Gib ihm. Oh, gib ihm. Haufe die Ruinen. Eieiei. Nach dem Run haben wir wieder einen Boss zur Verfügung. Now, 90% der Räume erkunden, das würde dann heißen... Puh, wir müssen auf jeden Fall ein paar Mal vor und zurück. Na, mal gucken. Ich mach das mal... Ich mach das erstmal so. Ja, 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 Lahm, jetzt reg dich ab. Wir laufen ja schon. Wir sind unterwegs. Ganz gechillt. Alles easy. Immer noch nicht im Arsch. Jetzt schon. Da können wir dann die Schriftrolle machen. Dann kommt wenigstens nur einer zum Zug. Und der ist dann auch nächste Runde irrelevant. Und wir weichen aus. Nehme ich so. Ja, komm. Eradicated. Passt.
but a victory nonetheless. Noch mehr Urkunden. Das ist natürlich die Frage. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, was wir noch alles upgraden müssen, aber es ist nicht mehr viel. Dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, gar nicht mehr so auf die Erbstücke zu gehen, sondern wirklich auf Cash, Cash und Cash. Alter! Halb so wild! Ich würde sagen... Ja doch, wir gehen einfach wieder einen Schritt zurück. Wow! Ast rein. Ordentlich gekrittet. Dann würde ich auch fast wirklich sagen, wir vergiften hier. Kannst du ihn stunnen? Nee, aber den hier hinten eventuell. Dann machen wir das doch gleich mal. Hoffentlich. Nice. Oh, und hier? 17. Der ist fast in der ersten Runde draufgegangen. 5 Life hat er noch. Au. Schmerzhaft. Schmerzhaft, oh ja. Okay, er geht auf jeden Fall drauf. Das heißt auch... ja komm, wir hauen da einfach mal noch ein bisschen Gift drauf. Hätte ja kippen können. Komm, lass mich meine Heilung spielen. Dankeschön. Dann ist alles wieder picobello. This is how a life is taken. Der Inhalt ist meiner. Nice. Dann kommen wir da nochmal vorbei? Ich muss mal kurz überlegen, wie ich laufen möchte. Achso, ja, hier kommen wir sowieso nicht mehr vorbei. Ich weiß gerade schon, wir sind hier. Nee. Beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Machen wir einfach mal so. No! Ah, die Spinnies, die hauen auch richtig rein, wenn sie mal... Wenn sie da mal wollen, ne? Ja, was machen wir jetzt dann hier? Puff! Wir vergiften einfach. Fast. Their formation is broken. Maintain. Na, aber immerhin war er schon dran. Au. Nicht so cool. Aber Heilung ist heftig am Start. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Sollen wir da wirklich die ein bisschen rausschmeißen? Ja, wir gehen mal ein bisschen auf Geld. Wobei, ich hätte auch einfach die Fackel anzünden können. Ha! Ja, moin. Oh, nee. Nicht er hier. Nicht der Dödel. Gleich mal dafür sorgen, dass wir hinten nicht mehr so viel Schaden reinmachen müssen. Der ist aber immer relativ flott, ne? Ah, halt. Ist er nicht. Ist er nicht. Aber andererseits... Komm, wir holen den mal aus seinem... Kapuff raus. Oh, ich komme gar nicht bis ganz nach hinten. Ugh. Ja, dann versuchen wir einfach mal hier Schaden zu verhindern. Damn. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert gerade. Oh Mann, wir kriegen viermal aufs Maul. Und davon auch zweimal richtig Stress. Ja. Oh, super. Alles andere als gut. Immerhin im Arsch, ne? Okay.
Weggegiftet beide. Nice. Ja, der hat halt, glaube ich, 50% Abwehr oder so. 45. Wir nehmen die Gruppenheilung. Könnten ihn versuchen. Ach, das ist gar nicht der Stun-Skill. Ah, ja, gut. Dann hau drauf. Das Problem ist, dass wir auch nicht wirklich viel haben, um Abwehr zu senken oder solche Sachen. Wir haben nur was zum Ausweichen senden hier. Senken. Aber das war's dann auch schon. Oh, den Kelch der Versuchung von dem Dude da hinten. Au. Plus 25% Stressschaden ist aber heftig. Man kann die Schaufel nur auf 4 stacken? Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Plus 3 Geschwindigkeit, plus 8 Ausweichen. Ich bin schon fast überlegen, ob ich den dann nicht so rausnehmen soll. Er weicht eh relativ oft aus. Dann machen wir das doch. Dann ist er zwar, wenn er gestresst wird, richtig gestresst. Aber er weicht dem Stress eigentlich schon gut aus, würde ich mal meinen. Okay. Das Cash. Machen wir so. Ja, wir gehen die Runde mal auf richtig Kohle. So richtig Kohle. Oh, Geheimtür. Ja, dann gehen wir mal Richtung Geheimtür. Auch wenn uns das ein bisschen Platz im Inventar kosten wird. Da ist ein Raumkampf drin, haben wir gesehen. Da müssen wir mal kurz am gucken, wie wir das denn machen mit unseren Kämpfen. Oder mit unserer Folge, denn das wird schon ein bisschen dauern. Wenn wir critten, könnten wir. Wenn wir gar nichts zuhauen, auch nicht schlecht, ne? Ungünstig, dass sie jetzt da vorne steht. Sie kann vorne nämlich, glaube ich, gar nicht heilen. Beziehungsweise auch überhaupt nichts machen. Ja gut, den kann sie machen. Aber das bringt mir jetzt auch nicht sonderlich viel. Du hast auch momentan nichts drin, was dich nach vorne packt. Hm. Na gut. Wir könnten seinen Angriff abwehren. Ja komm. In der Situation jetzt versuchen wir mal, die zwei zu stunnen. Funktioniert auch wunderbar. Und du gehst einfach einen Schritt zurück. Alter, wir haben noch keinen einzigen Damage gemacht. Keinen einzigen Schadenspunkt. Das ist ja auch super. So. Schon wieder ausgewichen. 21 Ausweichen hat er doch nur. Mann, ey. Auch nice, dass sie noch gestunt war, als wir dran gewesen sind. Immerhin dem Stun widersetzt. Verschoben hätte sie werden können. Das wäre kein Problem gewesen. Das wäre absolut kein Problem für uns gewesen. Wichtig war, dass sie nicht gestunt wurde. Blöd, dass der noch am Leben ist. A dizzying blow to body and brain. 9 Schaden ist aber auch übelst. Übelst. Surgical precision. Da müssen wir mit Lahm ein bisschen was ändern, was seine Skills angeht. Ja, da hinten kannst du aber wieder nach vorne kommen. Das ist nicht das Problem. Das ist auch irrelevant. Der stirbt nächste Runde an Gift. Dass ich jetzt gestunt bin, ist nicht so prickelnd, wenn ich da nicht mehr zurückschlagen kann. Alter, was ist denn heute mit der Gruppe los? Die funktioniert nicht so.
Die funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Okay, du kriegst 6 Schaden. Du wirst aber gleich nochmal vergiftet. Dann versuchen wir, den rauszunehmen. 2 bis 4. Ne, dann machen wir das so. Hat den gleichen Schaden und eventuell noch Stun dabei. Okay, die hinten geht drauf. Ach, du hast den Skill nicht, der nach vorne bringt. Ja, super. Das ist ja klasse heute. Da ist alles dabei. Sollen wir ihn versuchen zu betäuben? Nein, nicht wirklich, wenn er nicht in der richtigen Position dafür ist. Na, klasse. Okay, einmal die Pistole in die Fresse. Das funktioniert, danke. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Okay, dann nehmen wir das Geld jetzt auch noch so mit. Okay, gut. Ich werde bei Lam was umbauen und zwar packe ich den Doppelstun raus oder... Oder den verwirrenden Knall. Das würde halt zwar umstellen, aber die haben schon recht viel Bewegungsschutz. Nee, dann mache ich hier die Gefechtsmedizin, nur damit ich Blutungen stillen kann. Lass uns erstmal hier nach hinten. Wir gehen jetzt noch nicht in den Raum. Ah, klasse. Hat sich auch rentiert mit dem Blutungen skillen, stillen. Ja, passt, was wir hier gerade ausgezogen haben. Die Ritterrüstung. Vergessen, was sie macht. Ich weiß nur, dass sie positiv ist. Gut, dass wir zuerst dran waren. Schlecht, dass wir ihn nicht getroffen haben. Wir könnten den Stun raushauen. Ich würde aber schon gerne heilen. Was haben die denn an Abwehr 73? Nee, komm, dann machen wir lieber die Gruppenheilung. Da weiß ich wenigstens, dass ich wirklich was davon habe. Und du kannst... Ihm noch eine mitgeben. Okay, der stirbt auf jeden Fall nächste Runde. Heißt, wir müssen nichts mehr gegen den unternehmen. Hier allerdings schon vorne. Ja, ein 10er ist okay. Ja, einer muss noch rein. Ich glaube... Ne, wir machen den hier. 5 bis 9, er hat 7, das wären dann... Ich brauche eine 6. Mindestens, gut. Eine 8, passt. Das heißt, er ist auch weg. Und ich habe ihm schon mal einen reingedrückt. Ey, wieso weicht er denn beim Gegenschlag immer aus? Stressmanagement lässt zu wünschen übrig. Unforgiving. Könnte ich eventuell auch ein bisschen was noch deichseln. Vielleicht. Ja. Destroyed. So viel zu Stressmanagement. Success so clearly in view. Das sind auch schon wieder 700. Or is it merely a trick of the light? Ich würde sagen, dann packen wir einfach mal den da weg. Bin mir nicht mehr sicher. Macht das einfach nur Stress? Weg. Nee. Ausweichen und Abwehr. Passt. Nehme ich. Bis zum nächsten Lagern halt, ne? Bis zum nächsten Lagern. So ein krasser Boost ist das auch nicht. Vielleicht sollte ich
schon bald mal lagern. Dann würde ich auch Stress wegkriegen. Kann ich in dem Geheimraum lagern? Ich glaube nicht. Deswegen gehen wir jetzt einmal ganz kurz hier rein. Schlagen das Lager auf und gehen dann wieder zurück. Ich möchte hier Stress reduzieren, deswegen essen wir auch richtig viel. Ja, du brauchst keinen gelinderten Stress. Um 20 aber eventuell bei meinen Kumpanen gelindert. Ja, selber Stressheilung. Nee, du bist definitiv nicht krank. Okay. Einmal die Gruppe schützen. Ich glaube, er dürfte gläubig sein. Kostet aber auch 3. Gibt aber auch nochmal Abwehr dazu. Okay. Nice. 5 haben wir noch. Das wäre natürlich auch gut gewesen zum Hinterhalt. Verdingsenbumsen. Gruppe, Stress wird um 15 reduziert. Ja, komm. Und noch einen Boost für die nächsten Kämpfe. Nehme ich mit. Der Weg ist lit. Der Weg ist klar. Wir brauchen nur die Kraft, um es zu folgen. So, da dürfen jetzt wieder, ja, 3 geile Sachen drin sein. Dann kommt die Jade weg. Ja, kurzer Abstecher. So, da drüben ist nichts Ernstes. Oh, eine Kiste, da ist ein bisschen was drin. Ne, den lassen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal auf einen Cash-Run. Oh, Erkundung. Auch nicht verkehrt. Okay, wir gehen hier rüber. Asakke. Ah, haben keinen Platz für das Geld. Dann lassen wir das. Wer ist denn eigentlich gut im Fallen entschärfen? 60, 70, 100 und 80. Ja, dann nehmen wir hier mal die 100 mit. Raumkampf mit Curio. As the light gains purchase, spirits are lifted. Ah, das ist gut. Das nimmt eine Krankheit oder einen negativen Trade weg. Wenn wir das mit Weihwasser übergießen. Schön gekrittet. Kann ich jetzt hier bitte? Nein, geht nicht. Schade. Komm, lass mich bitte zuerst mit der Heilerin dran sein. Danke. Dann ist der wenigstens enttarnt und ich kann hier draufhauen. Schade. Ja. This expedition at least promises success. Lassen wir liegen. Okay, lass uns mal hier angucken, was wir hier alles haben. Das ist nicht allzu tragisch. Das ist auch völlig vernachlässigbar. Ah, das mit dem Stressschaden ist nicht so prickelnd. Das sollte eigentlich nie passieren. Nö, aber wir gehen hier trotzdem auf Snoozel. Du darfst hier Weihwasser draufklatschen. Mal gucken, was wegkommt. Die Fruchttorbestien, wunderbar. Genau richtig gemacht. Nice. Warte mal. Ach nee, das gab keinen. Der Beichtstuhl gab, glaube ich, Stressreduzierung. Nur, dass wir keinen Platz für das Geld haben. Das sind halt auch schon 1500. Und wenn ich dann noch einen finde, dann wäre das wieder besser als pures Cash.
Dann lassen wir das sein. Hauptsache, wir haben uns nicht geschnitten, weil irgendeiner gesagt hat, ich muss da unbedingt jetzt reingreifen. Was bist du denn? Ein Knochenträger. Er hat keine Fähigkeiten. Zumindest keine, von denen wir wissen. Was ist das denn? Ah, solange das Ding hier da ist. Oh, das ist ja auch nice mit dem Auge, ne? Die machen extra Schaden, solange der Knochenträger am Start ist. Interessante Mechanik. Das macht mir jetzt langsam Angst. Der weicht auch noch dem Zeug aus, ja? Oh, jeez. Ich hol mir die extra Abwehr. In Radiance may we find victory. Wow! Er wird doch hoffentlich nicht nach vorne schießen können. Oh! Holy crap! If only to bleed again. Ich muss den da hinten vergiften. Er kommt eins nach vorne. Da kann wir schießen die mal in den dicken Wanst. Das ist mies. Oh nein! Der wird uns zerfetzen. Das Ausweichen kommt weg von ihm. Crap. Stärkung? Ach, weil du gekrittet hast beim Gegenschlag, okay. Okay, ich switche um. Hier kommt Gift drauf. Denn er wird wohl kaum zuhauen können, er wird nur ausweichen. Gerade überlegt, ob ich wirklich nach vorne will. Wie viel Gift hast du? 7. Okay, er ist tot. Wow. Das war beängstigend, muss ich sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Holt er vielleicht sogar noch irgendjemanden? Ich mach mal noch mehr Gift drauf. Pro, das heißt, er ist in 2 Runden weg. Was machst du? Symbolverteidigung. Oh! Er kann zuhauen! As victories mount, so too will resistance. Kann zuhauen. Und da auch nicht sonderlich schwach. Ja, gut. Tut mir zwar irgendwo weh, aber das kommt weg. Okay. Da drüben wartet ein Kampf auf uns. Nochmal so eine Vitrine. Ich heb mal den Schlüssel mal auf, den wir noch haben. Wir sind relativ schnell mit unserer Heilerin. Ja, wir sind sowieso dann als erstes mit dran. Finde ich gut. Wir vergiften schon mal hier hinten. Ja, lass da einfach mal hinten reinpieksen. Ja, jetzt sollen wir hier vorne kritten können. '14 bis '26. Ja, eigentlich müsste ich das schon hier reinmachen. Obliterated. Ja, 7 ist es nicht so tragisch, was den Schaden angeht. 13 hingegen schon. Warum kriegst du so viel Schaden mehr? Okay, du hast zwar 0 Abwehr, du hast aber auch nur 5.
Also macht es auch nicht so den großen Unterschied. Ja. Ich schieß mal in den Haufen da rein. Oh, Junge. Ich mach trotzdem die Gruppenheilung. Das sind 28, die wir geheilt haben. Komm. Hier, da hast du ein schönes markiertes Ziel. Genau, hau da drauf. Danke. Hast du gut gemacht. Ich versuch's noch ein bisschen rauszuzögern. Jetzt gibt's hier aber eine 12er Heilung. Ja, geht. Für ein bisschen Schaden können wir ja sorgen, vor allem mit Damage over Time. Stresslinderung. Ja, machen wir hier noch mit rein. Hauptsache ein bisschen wenig Schaden machen. Okay, in 2 ist der sowieso weg. Ich hoffe, der holt keine Kumpels. Zwei Schaden. Passt. Okay. Snoozle ist wieder relativ über den Berg. Wir switchen einfach mal. Jo, passt. Eine Heilung kriegst du noch mit rein. Oh, nice. Vielleicht noch eine Stresslinderung? Nein. Das wäre auch zu viel verlangt gewesen. Wir kriegen hier so viel Zeug, was wir nicht benutzen können. So, was haben wir hier drin? Nichts. Okay. Wir erkunden den Raum auf jeden Fall. Bücherregal, alle dran vorbei. Oh, fast in die Falle gelatscht. Den Raum erkunden wir. Und dann muss ich mal gucken. Wie viele Schaufeln haben wir? 4, ja gut. Dann räumen wir das Hindernis auf jeden Fall einfach weg. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht außen rumlaufen soll, aber nee. Oh, jetzt ist hier ein Kampf gespawnt. Ja, super. Den nehmen wir noch in die Folge mit rein. Oh nein! Der dauert doch wieder ewig. Ewig wird der dauern. Ah, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Abgrundtief hasse ich ihn. Aber vielleicht können wir ihn ja... Oh, nee. 50% Chance für einen Stun. Yes! Nice. Und du machst nichts die Runde. Jawohl, auch noch eine mit Blutung. Er ist leider ein bisschen früh dran. Schade. Was machen wir jetzt Schönes? Eine Gruppenheilung ist eigentlich gar nicht mal so nötig. Wir könnten vielleicht einen von euch... Es ist keine Heilerin dabei. Ja gut. Dann heilen wir uns jetzt einfach mal. Dann sind wenigstens fast alle wieder komplett fertig. Und hinten machen wir noch mehr Gift drauf. Wie viel Schaden kriegst du jetzt pro Runde? 17. Ja. Ist nicht verkehrt. Wir markieren uns mal. A brilliant confluence of skill and purpose. Ja. Immerhin mehr Chance, dass die gekrittet werden. Hinten gekrittet. Nehme ich auch. Nehme ich auch. Schützen ist mir egal. Hauptsache du haust nicht auf uns drauf.
Die 6 Schaden genau. Wir machen da mal irgendwo Ausweichen weg, hm? Konnten halt nicht hinten drauf. 23 ist schon nett. Hat er die Hälfte von seinem Gift abgekriegt gerade? Falls ja, nice. Na, hier wird's langsam stressig. Ich sollte... Okay, er kommt wenigstens eins nach vorne. Fünfundzwanzig Giftschaden kriegt er jede Runde jetzt. Wow. Okay, jetzt müssten wir eigentlich gleich sehen, ob er vom Gift betroffen wird gleich. Was machen wir Schönes? Wir versuchen... Warte mal, wie viel fehlen hier? Die fehlt schon einiges. Okay, da machen wir eine Einzelheilung. Kritisch. Oh, auch noch Stress abgebaut. Sehr schön. Okay, nee. Dann war das vorher, sah das nur so aus, als hätte der das Beschützen dafür gesorgt, dass der da hinten eine mitkriegt. So kann man auch Stress abbauen. Nice. Oh, noch so ein Ding. Augenring. Ach, das waren Zeiten früher. Wir nehmen einen Geldstack weg. Oh, 6 Schaden. Oh. Moment, habe ich... Ne, ich habe keine Bandagen. Ja gut, wie gesagt, wir sehen uns nächste Folge. Der Sammler ging ja doch relativ flott. Aber... Die 90% machen wir nächste Folge weiter und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Ciao.